Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ja, das letzte Mal haben wir die heulenden Berge so gut wie abgeschlossen. Die kleinen Quests mit Sammeln und so, die werde ich mal offscreen einfach mal so schnell machen. Und ja, ist nicht schwer, ein bisschen vor dem Anfangsressourcen sammeln und abgeben. Also, mal gucken. Ja, ich habe jetzt hier die Quest Vertreibung der Kobolde angenommen. Koboldplünderer töten, die sind gleich hier in der Nähe, da hinten überall verstreut. Und dann können wir gleich die Quest Poggies Sicherheit hier machen. Denn die haben einen Käfig irgendwann im Loot drin und so. Ja, und so lang hauen wir die halt mal um. So. Tot, tot. Ja, okay. Die eine Quest schon fertig. Dann, hoppala, mache ich mal weiter und okay, ich nehme einfach mal alles mit. Einfach weil ich es kann. So, du kriegst einen Papierpfeil noch drauf. Und du den Rest, was ich entfernen kann. So. Komm schon, stirb! Ja, schon lange nicht mehr gespielt und so. Ja, das ist. Ich übertreibe gerne mal ein bisschen. Was dann schnell zum Tode führen könnte. Nicht so gut, aber naja. Sonst macht es ja auch keinen Spaß, egal, Feuerball drauf oder auch nicht. Ein bisschen warten, bis Fokus vielleicht da ist. Sollte ein bisschen im Kampf helfen, habe ich mir sagen lassen. So, komm schon, komm her du. Du musst auch dran glauben, ob du willst oder nicht. So, Quest fertig. Ja, genau, abgeben. Habe ich da jetzt eigentlich noch? Ja, da muss ich nochmal hin, wegen der Quest abgeben, Poggies Sicherheit. Das werde ich jetzt gleich schnell machen, nachdem ich hier die Quest abgegeben habe. Yay. So, hey, ich will abgeben. So, dann mache ich hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns, wenn ich wieder hier bin. Bis gleich. So, weiter geht's. Die Quest, die ich bekommen hatte, die war nicht wirklich sonderlich schwer. Ich musste sie nur annehmen. Ja, ist eine schwere Arbeit. Und jetzt muss ich sie irgendwo abgeben. Ja, das macht einen wirklich zu schaffen. Denn ich muss ja hier abgeben. Ja. Genau. Poggys Schicksal bekommen wir jetzt. Und Hilfe bei der Insektenforschung. Ja, wieder solche Quests. Derek. Anmeldung bei der Abenteuergilde. Genau. Abgeben. Rüstige Waffen angenommen. Die können wir auch gleich wieder abgeben. Hier drin irgendwo. Gibt es sonst noch was? Im Moment nicht. Ja. Jetzt kann ich mich hier durch Varanas durch Questen. Denn hier gibt's einige Quests zu machen, aber das meiste ist einfach bloß hin und her gerenne. Aber ich mache erstmal komplett alles hier drin fertig, denn dann kann ich außerhalb alles Mögliche fertig machen. Das heißt, ich renne jetzt hier ein paar Mal hin und her und mache alles Mögliche. Ja. Genau. Dumpti-dumpti-dum. Hier kann ich noch was abgeben. Das ist von Poggy. Poggys Heilung. Zwei ältere Damen. Zwei wahre Freundinnen. Okay, die kann ich auch direkt abgeben. Ja, da hinten muss ich noch hin. Gott, wäre das alles schlimm, wenn ich jetzt hier kein Reittier hätte.
Ich hatte das schon mal gemacht. Da hatte ich mir auch keins gekauft gehabt und das ist wirklich mühsam und kostet sehr, sehr viel Zeit. Und die haben wir leider nicht. Deshalb braucht man hier schon ein Reittier. Yay. Ich werde dann, wenn ich hier komplett alles angenommen habe und abgegeben habe in der Stadt drin, dann werde ich erstmal ein bisschen erklären, was man da machen muss. Weil das ist, naja, halt viel und so. Aber man kann alles irgendwie in einem machen. Dann außerhalb. Es gibt nämlich manche Quests, wo dann dieselben Mobs brauchen und dann kann man das natürlich besser abschließen, wie wenn man die annimmt, rausgeht, killt, wieder reingeht, nächste annimmt und dann wieder dasselbe Monster kloppt, dann, na, ihr wisst, was ich meine. Jetzt gehen wir die Quest hier noch ab, kriegen wieder eine Folgequest. Die Entscheidungsschlacht Teil 2. Okay, gehen wir erstmal da runter. So, denn da können wir noch eine abgeben. Und wieder annehmen. Und da können wir eine abgeben und eine annehmen. Annehmen. Da. So. Genau. Einfach weiter. Lo. Shiloh. Noch was? Ja, da oben gibt es noch Quests. Ja, da kann ich eine abgeben und glaube ich wieder eine annehmen. Genau, Geburtstagskuchen, yay! Geburtstagskuchen ist lecker. Ja, schmeckt gut. So, hier hätten wir es dann, dann gehen wir wieder hier hin. Weil wir da ja noch gar nicht waren. Ach nee, ja. Da muss ich ihn doch abgeben, hier. Nicht zu vergessen. Sonst darf ich nochmal zurück. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, und drüber jumpen. Yay. Jetzt war es das hier. Okay. Jetzt gehen wir nochmal darüber. Die zwei abgeben und dann gehen wir dahin. Denke ich mal. Mal gucken. Ja. Unterstadt West. Ja, hier ist der Typi gleich. Damit haben wir einen neuen Titel. Yay! Über 600 Lebenspunkte. Der Wahnsinn. Und schon wieder Hälfte eines Levels. Das heißt, wir könnten vielleicht das Level noch schaffen mit den Quests innerhalb von Silberquell bzw. der Stadt Varanas. So irgendwie. Dann kriegt die anderen Quests, nämlich der Magier, was mir persönlich wichtiger ist, weil ich ja den Magier auch spielen möchte. Hauptsächlich. Okay, ich glaube, ich gehe aber erst zum Stadtplatz, denn da habe ich eine Quest gekriegt. Warum reite ich jetzt eigentlich außen rum? Ich weiß es auch nicht. Ja, zu der hier müssen wir. Dumm-di-dumm. Stadtplatz. Komm schon. Yay. Hier lackt's ein bisschen, aber das legt sich. Nachrichten haben wir auch keine gekriegt. Auch gut. Hallo. Hier aber übrigens die Bank. Also, da haben wir ganz viel Bankpersonal. Die alle das gleiche können. Mein Bankinventar zeigen. Yay. Was mein Hausmädchen auch kann. Naja. Genau, ja, bin schon richtig. Jetzt muss ich hier rüber zum Auktionshaus. Ist auch ein etwas größeres Auktionshaus. Tate, ja, Quest sollte man auch wieder annehmen. Novia, die Transporteurin. Ja, die ist da, aber ich gehe vorher ja, dahin und so zur Klassenhalle. Tschupp. Zoom.
Gibt's hier noch was zu wahrnehmen? Nö, gibt's nicht. Dann gehen wir direkt weiter zu dem Typen hier. Hallo. B-Roll. Ratspräsident. Okay. Bitte des Ratspräsidenten. Ja. Die Quest ist auch noch hier in Varanas. Da müssen wir so einen Typen finden, der ein bisschen betrunken sein soll und so. Der liegt halt irgendwo in der Gegend rum. Hallo Novia. Bericht an die Gildenanführerin. Okay. Machen wir doch glatt. Lolo. Ja. Das ist da drüben. Hä? Ah, genau, hier könnt ihr euch dann, wenn wir schon mal da sind, nach Gilden umgucken. Es gibt ein paar davon. Viel Spaß. Ja, da sucht man ein bisschen länger. Aber vielleicht kennen die ja ein paar Leute, die hier schon in der Gilde sind oder eine eigene Gilde haben. Dann könnt ihr da mit rein. Bei ihm, also dem Char hier, bleibe ich, denke ich mal, aus einer Gilde draußen. Wenn ich in eine Gilde gehen würde, denke ich mal, gehe ich in meine Gilde, die ich auch mit meinem Mentor betreten habe. Macht, denke ich mal, ein bisschen mehr Sinn. Denn da kenne ich die ganzen Leute schon. Und da können mir dann auch einige helfen, aber ich werde es erstmal so probieren. Mal gucken. Oh Mann. Hier war ich schon ewig nicht mehr zum Questen, deswegen braucht das ein bisschen, bis das von ganz hinten wieder aufleuchtet. Ja. Das ewige Hin und Her immer. Aber wir haben bald ein Level Up. Yay. Und bald wieder die Zeitgrenze überschritten für diesen Part. 2,5 Minuten haben wir ja noch circa. Gibt's jetzt noch irgendwas zu tun? Auftragsliste. Ja. Was für eine Auftragsliste? Haben wir die irgendwo gekriegt oder? Wie gesagt, es ist schon ein bisschen länger her. Ich gehe einfach mal hin und frag den mal. Hallo? Okay. Dann halt nicht. Moment. Die Quest heißt Abteil des Rats. Die Auftragsliste zu Salon und Dingens. Da war ich doch gerade. Da wollte doch keine. Oh mein Gott. Egal. Ja. Wo reite ich eigentlich hin? Orientierung gleich null. Ist auch schon wieder spät, wie immer. Lololo, ich such mal hier so einen Transporteurin-Dingens. Ich will mich beamen lassen. Wohin beame ich mich? Ost. Da muss irgendwo der komische Typ liegen. Nur wo ist immer die Frage? Ich finde nie. Das ist mehr so purer Zufall. Ah, Luanda, wo liegst du wieder? Der liegt nämlich hier irgendwo immer rum. Aber genau, ich gucke einfach mal im Kreis und dann, wenn ich ihn nicht gefunden habe, dann habe ich ihn nicht gefunden. Lolo. Und es leckt ein bisschen. Ah, da liegt er ja. Hallo. Aufstehen. Pum. So, Quest erfüllt. Ja. Dup. Jetzt darf man wieder hier hin. Das schaffen wir noch. Die gebe ich jetzt noch ab. Ist jetzt nicht sonderlich spannend gewesen, aber naja. Wir sind immerhin fast Level 15 und das heißt, ich darf demnächst dann die Rohstoffe für den ersten Elite-Skill farmen.
Und das kann man dann hier bei dem hier alles holen und abgeben und vor lauter Plappern habe ich jetzt. Nein, ich schaff's nicht mehr von der Zeit. Na egal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.